Der FC Rot-Weiß Erfurt am Ende der englischen Woche sah ein wenig nach kannst du so machen aus, aber irgendwie sollte es doch besser werden. Dicke vor allem die Chancen, die Erfurt hatte. Die ersten 30 Minuten zeigten, dass Stefan Krämer trotz der Ausfälle weniger ein Innenverteidigerproblem, denn ein Sturmproblem hatte. Brückner, Aydin, Odak und Kamlot, jeder wollte, jeder durfte mal. Das zweite Saisontor für Rot-Weiß wollte aber einfach nicht fallen. Man darf nicht vergessen, das ist das dritte Spiel in 6, 7 Tagen, in 7. Dass dann nachher nicht mehr alles funktioniert, ist, glaube ich, normal. Aber wenn ich die Leistung sehe, wie fit die Mannschaft ist, dann ist mir nicht bange. Außer vielleicht, was die angesprochene Chancenverwertung betrifft. Und alle Sprüche unter dem Motto, wenn du die Dinger vorne nicht reinmachst, verkneifen wir uns jetzt. Kevin Freiberger, 1-0 Lotte. Der geniale Pass von André Dey über alle Erfurter hinweg in den Lauf von Freiberger. Und dann konnten 4 Mann inklusive Klevin das Tor nicht mehr verhindern. Die angereisten Rot-Weiß-Fans zu dem Zeitpunkt aber noch zuversichtlich. Hälfte 2, lange Zeit durchaus unansehnlich. 67. Minute, 2-0, Nico Neithardt. Mit 1,77 Meter per se keine Macht im Kopfballduell. Aber für ein Duell braucht es eben 2 Akteure. Erfurt nun noch mehr gefordert. Und wenn man gar nicht mehr weiter weiß, braucht es eine helfende Hand. In dem Fall war es die von Tim Wendel. Der hatte schon gelb, also gelb-rot und 11 Meter. Carsten Kamlot übernahm Verantwortung. Ganz lässig nur noch 1-2. Der Anschluss gleichzeitig Auftakt einer furiosen Schlussphase. Nur 3 Minuten später, das Spiel nun ausschließlich in Lottes Hälfte. Kopfball, Mario Erb, der Ausgleich. Mario Erb jubelt, der Unglücksrabe, der am Dienstag den Elfmeter gegen Ahlen verschossen hatte. Das Tor aber geht aufs Konto von Erfurts Lebensversicherung, Carsten Kamlot. In der Zeitlupe sieht man, er drückt den Ball über die Linie. Erfurt danach noch mit 2, 3 dicken Chancen, wie hier Samir Benamar in der 88. Minute. Aber es blieb beim Unentschieden. Rot-Weiß mit dem 2. Remis in Folge, das ist okay, aber es hätte eben auch dicker kommen können.